Hunderttausende Euros von Schaden in 2022. In diesem Video werden wir darüber sprechen, was meine größten Fehler in 2022 waren, meine größten Learnings, wie ich reflektiere am Ende eines Jahres und vor allem auch gebe ich dir einen Fahrplan mit, wie ich meine Jahre plane, worauf ich Acht gebe und ja, im Prinzip gebe ich dir ein System mit, was du Schritt für Schritt für Schritt bei dir in deinem Leben mit implementieren kannst. Wenn du Mehrwert aus dem Video mitnimmst, lass ein Like da, lass ein Abo da und hinterlass gerne einen Kommentar. Bleib unbedingt bis zum Ende des Videos dran. Wir machen einen Workshop zum Thema Jahresplanung. Kostenloser Workshop, wo du mit dabei sein kannst. Am Ende des Videos erfährst du auch, wie du daran teilnehmen kannst. Kurz gesagt, dieses Video ist einfach ein konkreter Fahrplan für dich, den du Schritt für Schritt für Schritt für Schritt nutzen kannst für deine Jahresreflexion und vor allem auch für deine Jahresplanung 2023. Wir haben auch im Schnitt in den letzten Jahren kumuliert in allen Firmen zusammen jedes Jahr Umsätze sowohl als auch Gewinne verdoppelt. Und genau diese Strategien, die ich dir in diesem Video mitgebe, nutze ich für mich in meinem privaten Leben. Erster Punkt, Reflexion. Am Ende eines jeden Jahres setze ich mich hin und analysiere in jedem meiner Lebensbereiche ganz konkret, was war gut, was war schlecht und was war absolut hässlich. In welchen Lebensbereichen mache ich das Ganze? Ich mache das in folgenden Lebensbereichen. Wir blenden es dir hier einmal ein. Wir machen das in Family, Business, Finanzen, Emotionen, also Spirituelles, Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. In diesen sechs Bereichen wird jedes Jahr selbstkritisch Bilanz gezogen. Warum? Bevor wir überhaupt daran denken, das nächste Jahr zu planen, müssen wir uns anschauen, was war im Jahr davor. Weil der Schlüssel für ein erfolgreiches 23 liegt in der Reflexion von 22. Weil nur wenn du dir anschaust, was war schlecht, was war hässlich, kannst du diese Dinge lösen, kannst explizit an den Punkten arbeiten und für 23 das Maximum rausholen. Also solltest du ein schlechtes Jahr 22 gehabt haben, liegt der Schlüssel nicht daran, jetzt Ziele euphorisch zu setzen für 2023, sondern der Schlüssel liegt vielmehr darin, dir anzuschauen, was war schlecht und hässlich im vorherigen Jahr. Wir können auch hier mal kurz einblenden, ein kleines Video. Ich habe gerade auch meine Jahresreflexion gemacht und sah auch nicht amused aus. Selbstoptimierung und Reflexion ist nicht immer das Lustigste, aber es gehört gemacht. Der zweite Schritt ist das Thema Zielsetzung. Und bevor du dir jetzt denkst, ich mache nächstes Jahr so viel und so viel Umsatz oder ich erreiche dieses und jenes Ziel, geh mal auf die Fakten. Schau dir an, was hast du letztes Jahr an Umsätzen gemacht? Was ist realistisch für nächstes Jahr an Wachstum zu haben? Vielleicht sagst du, ich möchte nächstes Jahr 1 Million machen, aber das Größte, was du jemals gemacht hast, waren 30.000 Euro nebenberuflich in der Selbstständigkeit. Ist es dann realistisch, von 30.000 auf 1 Million Cash zu kommen? In meiner Welt, eine Verdreißigfachung ist doch etwas sportlich. Schau dir an, dass es wirklich in einem logischen und richtigen Rahmen ist. Weil wenn du jetzt deine Ziele setzt, 50 Mal höher wie deine jetzige Situation, die meisten Menschen, die das machen, schauen im Februar, März nicht mal mehr ansatzweise auf ihre Ziele, missachten die und gehen wieder komplett in die völlig alten Gewohnheiten. Wie genau setzen wir die Ziele? Wie gesagt, Reflexion gehen, letztes Jahr anschauen und vor allem auch in unseren Workshop kommen. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, wir machen einen konkreten Workshop, 27. Dezember, 19 Uhr. Klick auf den Link in der Beschreibung und log dich ein. Warum? Was wir da machen ist ganz konkret gemeinsame Zielsetzung in den jeweiligen Bereichen. Im Speziellen auch arbeiten wir dort den nächsten Punkt gemeinsam aus. Was ist der nächste Punkt? Punkt Nummer 3, dein Warplan. Schau, wenn dein Ziel ist, angenommen du machst aktuell 200.000 Euro Jahresumsatz, möchtest du auf 600.000, 1 Million Euro irgendwie in die Richtung kommen, brauchen wir einen gezielten Warplan. Für mich ist Business und Vertrieb eine Art von Kriegsführung, wo du... Warum Kriegsführung? Ganz simpel aus dem Grund, du ziehst doch auch nicht in den Krieg mit deiner Mannschaft, deinem Team, ohne eine Strategie, ohne einen klaren Fahrplan, wie du das Ziel erreichst, wie du vielleicht auch Marktanteile eroberst, weitere Märkte für dich gewinnen kannst. Das machst du nicht, sondern du setzt dich hin, machst dir einen konkreten Fahrplan, eine Strategie, die deine Ziele konkret ausformuliert. Ich blende dir nochmal das Ganze ein. Wir haben diese 6 Lebensbereiche. Im Bereich Business brauchst du nicht nur diese 3 Ziele, sondern einen ganz konkreten Warplan, Gameplan, nenn es wie du möchtest, wie du dieses Ziel erreichen wirst. Wir haben unseren Warplan schon längst gemacht.
hängt an der Wand. Jeder weiß, Monat Januar, was müssen wir konkret tun, um das Monatsziel zu erreichen? Was müssen wir tun, um im Februar unsere Vertriebs-KPIs komplett auf Anschlag zu haben? Welche Events müssen wir besuchen? Welche Marketingaktionen müssen wir machen? All diese Fragen kommen in den Warplan. Und wenn du wissen willst, wie du diesen Warplan einfach für dich und deine Firma ausarbeiten möchtest, der Workshop 27. Dezember, genau dort machen wir das. Stellen uns die richtigen Fragen in der richtigen Reihenfolge, basierend auf den Fehlern, die im letzten Jahr passiert sind, und finden gemeinsam für dich deinen Fahrplan raus, wie du Schritt für Schritt für Schritt jedes einzelne Ziel in deiner Company erreichen kannst. Weil eines darfst du nicht unterschätzen: Der Grund, warum die meisten Unternehmen nicht wachsen, ist, weil die Ziele einfach falsch gesetzt werden. Wenn die Ziele falsch gesetzt werden, ohne einen klaren Fahrplan, ist es einfach nur ein Traum. Ein Traum ohne Plan, ja, Wunschdenken. Herzlichen Glückwunsch. Und wir wissen doch alle, was mit Menschen passiert, die einfach nur Wunschdenken betreiben. Was waren die drei größten Fehler 2022? Ich habe es am Anfang des Videos versprochen, dass ich darüber spreche. Die größten drei Fehler, kurz zusammengefasst, waren Fokus, Commitment und Gewohnheiten. Gehen wir alle drei Punkte kurz durch. Fokus. Warum Fokus? Es bringt dir nichts, wenn du schon eine gut laufende Firma hast und du jetzt sagst, ja, ich baue jetzt noch das zweite, das dritte, das vierte auf. Konzentriere dich auf eine Firma, anstatt die bei einem siebenstelligen Niveau zu lassen, konzentriere dich darauf, das Ding weiter nach oben zu pushen. Fokus auf eine Sache, niemals den Fokus teilen auf mehrere Projekte. Nummer zwei, Commitment. Ich habe dieses Jahr bis in den Anfang, Ende des Mai nicht ein hundertprozentiges Commitment gehabt gegenüber, es hängt auch mit dem Fokus zusammen, gegenüber einer Company. Und um Mitte des Sommers kam der springende Moment, wo ich gesagt habe, okay, wir machen jetzt jeden Tag 10 Termine und davor wird nicht nach Hause gegangen. Seit wir diesen einen Switch gemacht haben, alles im Vertrieb hat sich geändert. Alles. Und zu guter Letzt Nummer 3, Gewohnheiten. Ich habe über einen Zeitraum von 8 Monaten hinweg meine Gewohnheiten, die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt gerade bin, einfach komplett vernachlässigt. Frag mich nicht, warum das passiert ist. Es sind auch private Gründe. Der springende Punkt ist der: Hör niemals auf, die Gewohnheiten, die dich irgendwo hinbringen, nicht mehr durchzuführen. Einfach immer Schritt für Schritt für Schritt Selbstoptimierung im Sinne von Gewohnheiten durchziehen. In meinem Workshop werde ich nochmal ganz genau auf diese Punkte eingehen, welche Auswirkungen das hatte, was meine konkreten Learnings auch noch daraus waren. Also sei beim Workshop mit dabei, trag dich ein, unter diesem Video ist der Link. Viel Spaß und ich freue mich, am 27. Dezember dich zu sehen.